ein besseres Leben. Tja. So, das Ganze doch begonnen, oder? Mit einem Wunsch nach einem besseren Leben. So. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Nager einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Wow. Ja, ich würde hier gerne abdampfen, wenn es recht ist. So, direkt einfach aufs Boot und tschüss. Hier geht's runter. Ja. Oh, er ist tot. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut. So. Jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Wow, wissen Sie. Mach uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja. Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Ich glaube, von den beiden lernt jeder. So. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben nichts als die Wahrheit. Haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich, mein Held. Schnell, bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Oh Mann. Vorsicht! Zurück! Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Shh, ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Tja. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Mhm. Ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen freikämpfen. Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Ja. Die Ratten rücken an der Ortsflanke vor! Wir brauchen dort Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja. Niemand kann sie besiegen. Wir brauchen ihn für die Verletzten. Alle Nicht-Kombatanten rein! Weg frei machen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Oh, da unten brennt auch alles da. Und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und? Ja. Wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so, dass es jederzeit hochgehen könnte. Griechisches Feuer. Ist kein schöner Anblick. Überall griechisches Feuer. Ein Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Und hör nicht hin. Sind noch mehr. Mein Arm, es brennt. Das sind die, die gebissen wurden. Nein. Ja, bald breitet es sich aus. Nein. Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein, nein. Sei vernünftig.
vernünftig. Das sind die Ratten aus dem Gebäude. Es kommen noch mehr Verletzte. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Ja. Was ist das Traurige daran? Dank sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Shh, bitte. So. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hier durch. Warum bringt ihr uns um? Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Okay. Wir beten. Irgendwann, wenn ich Zeit habe. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm. Keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet, in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber... Es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Verständlich. Mutter... Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Mhm. Öfter, ja. Du bist deine Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Mhm. Gut. Bringt mich zu ihm. Die Beschützerin wird dem Jungen entrissen. Bam, bam, bam. Folgt mir. Ja, halt die Klappe, ich komm schon. Den Grafen sollte man besser nicht warten lassen. Kommt. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar, werde ich. Betroffen, ja klar. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl. Du bist nicht allein. Glaub daran. Ich brauche dich. Verstanden. Graf. Folge dem Grafen. Ja. Es ist ein verschlagener Mensch. Überlebt? Gerade so. Tut mir leid
um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Also mal abgesehen davon, dass er sich nicht gerade ritterlich bewegt, der Kerl, sondern eher, als hätte man ihn letzte Nacht ein bisschen zu sehr in sein Allerheiligstes. War klar. Genau. So. Ich will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emilie, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Hugo, lauf! Ach, ich. Nö, halt die Schnauze. Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Du kriegst ihn nicht! Ich finde dich! Du wirst sterben, wie ein Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der Anhalte! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! So, nur wir zwei. Ich muss hier weg. Da bist du ja! Achso, okay. Gut. Wo ist sie? Hinter der Anhalte! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Hey, was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Alte Klappe. Wo rennst du hin? Es gibt kein Entkommen! Lukas, wenn er sie angefasst hat... Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Okay. Scheißkerl, Scheißkerl. Okay. Dieser Typ oder dieser Abschnitt. Die Leute glauben an sie. Ist Stress. Bleib weg von mir. Ach komm. Einmal die Kurve nicht richtig gekriegt. Und schon hat er dich. Kleiner Wichser. Bleib weg von mir! Okay. Verstehst du nicht? Nein. Alles
Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! Du Irre! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch. Du wirst erfinden und niemand wird dich vermissen. Ah. Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verloren ist. Okay. Oh Gott. Schrei halt noch ein wenig rum. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Ja, es tut so weh, das glaube ich. Aber und wir laufen halt auch wirklich, als hätten wir mindestens dreimal zu viel am Schnaps geschnuggelt. Oh, verdammt, das ist zu laut. Nein! Warte du also. Keine Zeit, schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Ich muss ihn abschütteln. Wo könntest du sein? Ja. Und wir müssen aufpassen mit diesen scheiß Tontöpfen. Weiter, du schaffst das. Wo ist denn der Knilch? Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Du versteckst dich gut, Respekt. Du sitzt hier fest, wohin du auch gehst. Ja, ja. Ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Mhm. Dann geh doch mal da rein, komm. Komm her, komm. Du sitzt in der Falle. So. Schneller! Na los, komm schon! Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht. Genug gespielt! Komm her! Glaubst du wirklich, in deinem Versteck bist du sicher? Ja, bin ich. Weil du dumm bist. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, sie sind alles, was zählt. So, jetzt muss er erstmal da verschwinden, dass wir uns nach da hinten durcharbeiten können. So. Okay. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. So. Gott. Der muss da weg. Der ist so nervig, der Kerl. Emily mag dich, weißt du? Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Für den Sohn der Glutasche, ja. Komm, hau ab. Hau ab. So. Okay, der eiert da noch ein bisschen rum. Das wird jetzt ziemlich nervig, weil ich muss ihn dahinter in die Zelle kriegen. So. Jetzt gehen wir mal kurz darunter, weil er würde es wahrscheinlich seine Laufrichtung ändern, weil wir unsere Position verändert haben. Also das nächste Mal, wenn er was sagt, ändert er die Laufrichtung. Das ist das Schöne. So viel konnte ich schon rausfinden.
So. Wo könntest du sein? Ja. Jetzt redet er wieder. So, jetzt geht er nämlich, der geht uns nämlich ziemlich nach. Also der eiert immer in unserer Nähe rum. Das ist ziemlich nervig. So. Ich hab dich gehört. Bleib einfach, wo du bist. So. Okay. Jetzt müssen wir da einfach nur die Zelle aufkriegen. Ich töte dich. Los, los! So. Wir müssen vor ihm weg. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? So. Deine Klappe! Boah. Du hast es geschafft. Oh. Boah. Du erinnerst mich an alte Zeiten. Gott, mein Herz. Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Ich hab so Herzrasen grad. Nicht ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Okay. Kommen wir an den Zellen vorbei. Bitte, bitte, bitte. Lass uns den Ritter holen. Gott. Und die Synchronisation ist mal richtig gut. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Gott. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Doch. Er wird geliebt. Oh. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Es war klar. Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Gott, mein Herz. Hab ich Puls jetzt. Nun gut. Klar, mit einer ausgekugelten Schulter und einem ziemlich überlangen Bierhänder. Natürlich. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst mein Bruder. Oh, so enthusiastisch. Wichser. Einfach nur ein Wichser. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ach du Scheiße, muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet so viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Erst kugelt er ihr die Scheißschulter aus und dann... Nicht nur zu verteidigen, kämpfe um zu töten. Hab ich einen Hass. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du, mich herauszufordern?
Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Diese Sorte Menschen möchte man am liebsten einfach nur erschlagen. Direkt live vor allen. Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Victor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Ja. Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Übertreiben. Hast du nicht gesagt. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Ja, in Licht. Sie auf die ganze Welt. Ja, ja, klar, klar. Dankeschön für 10 Biddies. Ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emma. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Ja. Da hat sie recht. Nochmal Dankeschön für deine 10 Biddies. Diese Frau hat echt so einen an der Waffel. Wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Ja, genau. Das hinterlässt keine Spuren bei Kindern. Amicia? Mama? Dankeschön. Dankeschön. Für 145 Biddies. Dankeschön, Sailor. Hier zu 1. Der Kleine wird jetzt gleich so richtig ausrasten. Amicia? Mama? Okay, ich kann nicht sprinten, ich kann nur ganz normal laufen. Das heißt, gleich passiert was. Und ich kann keine Ratten. Lukas? Wo seid ihr? Dankeschön. Danke. Dankeschön für 10 Biddies. Der Kleine wird gleich so richtig durchdrehen wahrscheinlich. Wenn der durchdreht, ne, dann ist die Insel aber in Schutt und Asche. Aber wirklich in Schutt und Asche. Die ist dann direkt pulverisiert. Dagegen ist Genki-Dama ein Scheißdreck. Ah! Wir waren ganz nah an ihm dran. Schön. Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Wäre nur schön, wenn wir rennen könnten. Oh, mein Kopf. Ja. So. Ist das ein Traum? Nein. Leider nicht. Echt? Yep. Oh, da ist jemand. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was der Kleine anstellt. Wenn er sieht, dass seine Mutter aufgeschnitten da rumsteht, wird er sowas von durchdrehen. Und ich unterstütze das. Ich unterstütze nicht viel Gewalt, aber diese Gewalt unterstütze ich zu 100%. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Victor, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Victor, bring ihn zurück, bitte! 3, 2, 1. Gib ihn!
Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nee, du holst sie nicht. Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Sie steckt fest! Erledige sie! Ruf mehr! Sie wollen Blut! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur sie! Still! Ihr werdet alle sterben! Oh, macht Kämpfen Spaß! Sie sind viel zu nah! Weiter! Es funktioniert! Es kommen noch mehr Ratten! Sie werden dich täuschen! Ja, so macht das Spaß! Rache! Komm, noch mehr, noch mehr. Gib ihn! Ja, reiß dich. Eskalation! So ist es schön! Geschafft! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Emily, nein! Doch! Nein. Doch! Wir müssen verschwinden, Herr! Es ist Lass mich los! Lass mich los! Nix! Wir brauchen euch doch, Herr! So, du bist sowas von tot, mein Freund. Sowas von tot. Werdet diese Insel nie verlassen! Doch. Ich beende das. Wir gehen jetzt erstmal eine Etage tiefer zum Durchatmen und zum Schulterheilen. Und diesen kleinen Knilch, ne, den machen wir sowas von platt. Aber sowas von. Wenn ich den das nächste Mal sehe, haue ich den so tief die Schleuder in seinen Arsch, dass er damit Banjo spielen kann. Hundertprozentig. Amicia? Gott, ey. Solche Menschen hasse ich. Ich bin hier. Er spielt das Arschtrompete. Oh ja, sowas von. Was? Gregor? Nein! Oh, danke! Danke! Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Die zwei haben so die Arschkarte gezogen. Echt. Mit ihrem Leben. Das ist so traurig. Wir werden diesem Baron sowas von das Schwert in seinen Hals reinschieben. Hundertprozentig.